Hey ho, it's Kitchen Time, Küchenzeit. Ja, ab und zu gibt's halt was aus der Küche. Besonders nach so einem Arbeitstag. Schnell was in der Küche gemacht, was Leckeres, was man natürlich auch auf dem Grill machen kann. Und was machen wir? Wir machen heute eine Hackfleischpfanne Gyrosart. Und was nehme ich für ein Gewürz? Ich nehme wieder das hier. Ja, ganz genau. Ach so. Hackfleischpfanne Gyrosart. Was wir dazu alles benötigen. Ja, so viel ist es nicht. Da drüben. Und dann legen wir nach dem Schnibbeln auch schon los. Was brauchen wir alles? Hackfleisch haben wir jetzt hier so eine Fertigschale schnell genommen. 400 Gramm. Eine Gurke. Eine Zwiebel. Zwei Knoblauchzehen, drei Möhrchen, ein Bund Lauchzwiebeln, ein paar Champignons, Gyrosgewürz. Ich habe jetzt hier ein fertiges Tzatziki genommen. Hätte man auch ja, auf die Schnelle selber machen können, aber habe ich keine Lust gehabt. Öl, Salz und Pfeffer und ja, das war's schon im Großen und Ganzen. Ich werde jetzt die Zutaten schnell kleinschnibbeln, so wie ich sie dann benötige. Und dann legen wir schön in der Pfanne los. So, ich habe Schatzi mit eingespannt. Während die mir hier das Hackfleisch krümelig anbrät, bin ich noch am Schnibbeln. Der Knoblauch kommt gleich mit rein. Und dann lassen wir Schatzi anwurzeln. Gyrosgewürz kommt dann auch mit hinzu. Bitte schön, mein Schatz, halt mal bis 2024. Hab ich ja gestern gekauft. Ja, auf der Messe. So, Freunde, hier geht's schon wieder weiter. Werden wir wieder den Herd befeuern. Nehmen wir noch einen Schuss Olivenöl wieder. Warten, bis die Pfanne heiß ist, weil, Leute, ich muss unbedingt die Zwiebeln da reinbringen. Mir tränen die Augen, das ist übelst. Dann haben wir hier jetzt die Möhrchen in Streifen geschnitten, die Zwiebel grob gewürfelt und die Frühlingszwiebel hauen wir gleich einmal da rein. Und gleich hinterher kommen die Champignons. Da haben wir sie, kommen auch mit rein. Und das Ganze jetzt nochmal richtig schön kräftig anschmoren, anbrutzeln, anbraten. Obwohl, eigentlich könnte ich fast noch die restliche Möhre auch noch mit hinzuschneiden. Also jetzt habe ich alle drei Möhrchen drin, die ich vorher gezeigt habe. Von den Frühlingszwiebeln sind mal drei Stück übrig geblieben. Die habe ich jetzt nicht mehr mit rein. So. Hier haben wir die Gurke geschält, entkernt und ja, klein gehäckselt. Die kommt aber erst nachher dazu. Das dauert jetzt eine Weile. Ich hole euch gleich wieder hinzu. Ja, wenn wir dann die Gurken reintun. So Leute, ich glaube, das kann man, wie es bei mir in meinem Rezept steht, unter gut anbraten, kräftig anbraten, ja, verstehen. Dann haben wir jetzt unsere Gurken noch mit hinein. Dann, Schatz hat ein bisschen wenig Gyrosgewürz und Hackfleisch dran. Schmeißen wir hier gleich noch gut Gyrosgewürz drüber. Nein, ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht überwürze. Dann schalten wir unsere Pfanne dementsprechend runter. Holen uns gleich einen Deckel raus und tun es dann noch geschlossen ein paar Minuten ja, vor sich hinschmoren lassen. Das Lustige ist ja, die schreiben, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Was für eine Flüssigkeit?
Wo haben die Flüssigkeit? Naja. Nein. Ja. Ja, und so lassen wir es jetzt noch für etwa 10 Minuten vor sich hinschmoren. So Leute, Schatz war gerade beim Spionieren und hat mir gesagt, das Gemüse ist durch. Dann hauen wir jetzt unser Hack wieder hinzu. Lassen das eben noch mal schön warm werden mit. Schön vermischen. Dann werde ich mir jetzt erstmal eine Probiergabel schnappen. Und erst einmal im Hintergrund probieren, ob es vom Gewürz her passt. Da müssen wir uns jetzt natürlich ein bisschen rantasten. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja. Jetzt. Das Gewürz, Salz und Pfeffer stelle ich alles noch mit auf den Tisch. Da kann sich dann jeder dementsprechend noch ein bisschen nachwürzen. Aber so ist es schon sehr lecker. Ja. Und wir sehen uns gleich zum Probiererle. Ja, oder so ähnlich. Und ja, genau so soll es aussehen, würde ich mal behaupten. Also ich finde, sieht wirklich lecker aus. Da das Gyros, ja, wie gesagt, hätte man eigentlich auch schnell selber machen können. Quark, Knolle, Knoblauch durchpressen. Ich sehe, eine Knolle wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen. Noch ein bisschen Gurke klein häckseln, wäre eigentlich auch ruckzuck fertig gewesen. Hätte ich gewusst, dass Schatz hier mithilft, dann hätte ich die das machen lassen. Aber so, naja, gut. Ja. Ich finde es mal sehr lecker. Hackfleischpfanne im Gyros-Style. Absolut passend. Schmeckt super. Geht eigentlich doch sehr schnell. Wenig Arbeit. Ja gut, ein bisschen Schnibbelarbeit halt. Und ich habe halt jetzt fürs Video mehrere Schüsseln noch verwendet. Wenn man es normal selber macht, zack, zack, zack und fertig. Und ja, jetzt esse ich erst einmal. Und Schatzi dann auch und dann sprechen wir noch ganz kurz. Bevor ich mir jetzt gleich Nachschub hole, habe ich mir gedacht, spreche ich gleich das Fazit, weil noch habe ich das Schmeckle auf der Zunge. Mein Schatz isst noch ein bisschen was gerade. Und ja, also, lecker. Was soll ich dazu sagen? Das Gemüse war super durch. Eigentlich schon fast zu sehr durch, hat mein Schatz gesagt. Ja. Ist halt so. Aber. Koch Gemüse immer tot. Ja, gut, dann koche ich Gemüse immer tot. Zumindest meistens. Aber es war trotzdem sehr lecker. Nicht überwürzt. Mit dem Tzatziki dazu. Hervorragend. Wie gesagt, hätten wir auch selber machen können. Schatz, wie hat es hier jetzt geschmeckt? Sehr gut. War sehr gut.
keine Kohlenhydrate. Das heißt, es ist ein Abendessen für Menschen, die schlank im Schlaf machen. Okay. Ja, mehr gibt es da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen, außer probiert es aus, macht es nach. Daumen nach oben würden mich natürlich freuen. Und ich bin dann raus aus der Kitchen Time, der Küchenzeit. Ja, wir sehen uns wieder. Tschaikowski.